Viele Fotografen oder Videografen haben am Anfang ihrer Selbstständigkeit immer die großen Probleme, die ersten Kunden zu finden. Und hier möchte ich dir jetzt einfach mal ein paar Schritte mitgeben, wie du auf jeden Fall deinen allerersten oder die ersten Kunden mit deiner Foto- oder Videografie generieren kannst. Hi und herzlich willkommen in meinem neuen YouTube-Video. Mein Name ist Tobi Obermeier und ich habe mir in den letzten 3 Jahren meine eigene Videoproduktionsfirma aufgebaut. Und inzwischen arbeiten wir mit großen und mittelständischen Unternehmen aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz zusammen. Und im heutigen Video möchte ich mal auf das Thema eingehen, wie du als Foto- oder Videograf deinen ersten Kunden gewinnst. Im ersten Schritt möchte ich jetzt mal die MMAs ansprechen, die Money-Making Activities. Ich sehe das immer wieder ganz oft bei vielen Foto- und Videografen, die sich gerade selbstständig machen, dass sie wirklich den Fokus falsch legen. Am Anfang ist es nicht wichtig, eine Webseite zu kreieren, Logos zu kreieren oder irgendwie Visitenkarten zu drucken oder drucken zu lassen, sondern am Anfang musst du dich wirklich darauf konzentrieren, dass du wirklich deine ersten Kunden reinbekommst und wirklich deine ersten Umsätze machst, dass du wirklich Geld verdienst. Und wie gesagt, ich sehe es ganz, ganz oft, dass viele Foto- und Videografen sich da mega lang an der Webseite rumspielen oder irgendwie 5-mal das Logo ändern oder so, aber das bringt dir letztendlich kein Geld. Ich kann dir auch den Tipp geben, am Anfang, um deine ersten Kunden zu generieren, brauchst du weder eine Webseite noch ein Portfolio noch irgendwie ja, eine Visitenkarte oder so. Deswegen als ersten Schritt empfehle ich dir wirklich mal, leg den Fokus darauf, Kunden zu gewinnen und nicht irgendwie deine Webseite oder Logos zu entwerfen. Dann im zweiten Schritt würde ich dir mal empfehlen, dich grob zu positionieren. Und ich habe es ja schon im letzten Video von mir angesprochen. Damit meine ich jetzt nicht, dass du dich wirklich spitz positionieren solltest und sagen sollst, du filmst nur oder fotografierst nur Zahnärzte oder du fotografierst nur Hochzeiten oder so, sondern du sollst dich am Anfang natürlich schon ein bisschen ausprobieren, um wirklich schauen zu können, was dir wirklich Spaß macht, wo du drin wirklich aufgehst und somit das Ganze auch keine Arbeit für dich ist, wenn du das Ganze machst. Aber trotzdem würde ich dir empfehlen, schau wirklich, dass du dich schon mal grob positionierst, schau schon mal, in welche Richtung du ungefähr gehen möchtest und schau, dass du da in der Richtung auf jeden Fall was machst oder einen Auftrag bekommst, weil dann kannst du quasi diese Referenz nutzen, um weitere Kunden zu generieren. Jetzt im nächsten Schritt möchte ich wirklich darauf eingehen, wie du deinen ersten Kunden generieren kannst. Und ich kann dir empfehlen, schau einfach mal in dein persönliches Netzwerk. Was meine ich damit? Dein persönliches Netzwerk oder dein persönliches Umfeld. Schau mal, ob vielleicht sogar jemand aus deiner Familie ein Foto- oder eine Videodienstleistung in Anspruch nehmen könnte von dir. Ob jemand vielleicht aus deiner Familie einen kleinen Laden hat oder ein Café oder so, wo du was für produzieren könntest, egal ob das Fotos oder Videos sind. Oder schau mal in deinem Bekanntenkreis, da wird bestimmt auch jemand irgendwie Interesse haben an einem Fotoshooting oder an einem Videodreh. Deswegen schau auf jeden Fall mal in dein persönliches Umfeld oder in dein Netzwerk. Und da kann ich dir noch empfehlen, mach dir mal eine Mindmap. Also nimm dir wirklich mal Stift und Papier in die Hand und schreib mal auf, wen kennst du und wer könnte was gebrauchen. Und somit, wenn du dann auf diese Person zugehst, wirst du schon mal weniger Absagen bekommen, weil keiner dich enttäuschen will, wenn sie dich natürlich kennen. Da ist es natürlich aber auch wichtig zu wissen, da wirst du nicht so einen extrem hohen Preis abrufen können, aber somit wirst du auf jeden Fall schon mal deine erste Erfahrung sammeln können, deinen ersten Auftrag generieren können und somit schon mal dein Portfolio bauen können. Und zudem hast du eben, wie gesagt, deinen ersten Umsatz, was schon mal easy step ist, um eben den ersten Auftrag zu bekommen. So, und ein weiterer Schritt, wie du wirklich deine ersten Kunden generieren kannst als Foto- oder Videograf, sind die sozialen Netzwerke. Wir leben heute einfach in einer Zeit, wo jeder auf Social Media ist. Es sind Unternehmen auf Social Media, es sind Privatpersonen auf Social Media. Und deswegen mach dir Social Media auch zu nutzen und häng dann nicht die ganze Zeit nur auf Instagram Reels ab oder so, sondern schreib wirklich mal ein paar Leute an, ein paar Firmen an. Und da gebe ich dir auf jeden Fall auch den Tipp, führ zuerst mal Smalltalk mit denen. Also schreib denen nicht gleich direkt, hey, mein Name ist, willst du ein Video, willst du ein Foto? Deswegen führ erstmal ein bisschen Smalltalk mit denen, quatsch erstmal mit denen, schau, dass du Sympathie aufbaust deinem Gegenüber, führ ein bisschen Smalltalk, wie gesagt, und du kannst natürlich auch einen persönlichen Bezug herstellen, kannst zum Beispiel sagen, hey, ich war schon bei euch oft im Café oder so, um somit quasi Sympathie zu entwecken. Und dann kannst du quasi, wenn du schon so im Gespräch bist, wirklich dann irgendwie deine Dienstleistung pitchen. Das kannst du nämlich dir so vorstellen, wenn du zum Beispiel eine Frau oder einen Mann anschreibst und ein Date haben willst oder so, gehst du ja auch nicht auf die Person zu und schreibst direkt, hey, gehen wir einen Kaffee trinken. So, weißt du, wie ich meine? Also schau wirklich, dass du erstmal ein bisschen Smalltalk führst, einfach ein bisschen ins Gespräch kommst und dann, wenn du schon die Konversation am Laufen hast, kannst du irgendwann mal deine Dienstleistung pitchen und wirklich sagen, hey, ich starte gerade mein eigenes Business als Foto- oder Videograf
Bin gerade auf der Suche nach Aufträgen, wie es denn aussieht. Du würdest gerne dein Portfolio erweitern, ob sie denn nicht mal Lust hätten, irgendwie zu telefonieren. Und somit kannst du einen Termin ausmachen und denen dann eben auch für einen guten Preis am Anfang, also für beide Seiten natürlich, ein Video oder ein Fotoshooting verkaufen. Und was ich dir auch auf jeden Fall noch raten würde, du musst aktiv auf die Leute zugehen, weil am Anfang wird dich kein Mensch kennen, kein Mensch wird wissen, was du machst. Deswegen wird es nicht passieren, dass auf einmal in deinem E-Mail-Postfach 5 Anfragen sind von irgendwelchen Leuten, die sagen, hey, produziere mir ein paar Fotos oder produziere mir ein Video. Deswegen geh wirklich aktiv auf potenzielle Kunden zu, stell dich vor, führe mit ihnen Smalltalk und dann wirst du auf jeden Fall somit deinen ersten Kunden generieren. Natürlich wird es nicht so sein, dass du mit deinen ersten Aufträgen wirklich viel Geld verdienen wirst, aber die ersten Aufträge sind gar nicht dazu gedacht, dass du jetzt direkt mal 15.000 Euro Umsatz machst, sondern die ersten Aufträge sind dazu gedacht, dass du wirklich erstmal dein Portfolio aufbauen kannst, um somit mit deinem bestehenden Portfolio weitere Kunden generieren kannst. Und deswegen ist es auch nicht schlimm, wenn du für ein Video oder für ein kleines Fotoshooting mal nur 100, 150, 200 Euro bekommst oder so. Das ist auf jeden Fall der Sinn der ganzen Sache, deinen ersten Auftrag oder deine ersten Aufträge zu generieren, um eben weitere Aufträge von Kunden generieren zu können. Mit diesen Tipps, die ich dir jetzt hier gerade an die Hand gegeben habe, wirst du zu 100% deinen ersten Kunden generieren können. Wie gesagt, schreib dir das Ganze mal auf und probier das Ganze aus. Schreib mir dann auch gerne in die Kommentare, ob es geklappt hat, ob dir diese Tipps geholfen haben. Und ansonsten, wenn du mehr über das ganze Thema erfahren willst, wenn du dich selbstständig als Foto- oder Videograf machen möchtest oder dein bestehendes Business als Foto- oder Videograf skalieren möchtest, check mal den Link in der Beschreibung aus. Da kannst du dich für ein kostenloses Erstgespräch bzw. Beratungsgespräch mit mir oder jemandem aus meinem Team anmelden und dann telefonieren wir einfach mal zusammen und können einfach schauen, wie wir dein Business zusammen starten können oder wie wir eben dein Business aufs nächste Level hebeln können. Deswegen check auf jeden Fall den ersten Link mal in der Beschreibung ab. Wenn dir das Video und die Tipps gefallen haben, gib mir natürlich auch gerne einen Daumen nach oben, schreib mir dein Feedback dazu in die Kommentare und gerne auch Videovorschläge, was interessiert dich im Bereich Foto- und Videografie-Business und dann werde ich da in Zukunft auf jeden Fall auch ein paar Videos zu machen und in diesem Sinne abonniere den Channel. Ganz wichtig, um nichts mehr zu verpassen. Bis dahin, ciao.